Hallöche, meine Lieben, und willkommen zurück zu Depraved. Wir sehen hier gerade, wie unsere Bevölkerung am Arbeiten ist. Manchmal kann man einfach über dieses Spiel so hinwegschweben und guckt sich alles an. Sieht, was man erschaffen hat, was man gebaut hat. Und fühlt sich eigentlich recht gut dabei. Wir haben jetzt im Übrigen Revolverhelden. Er hier. Mayors Huddard. Gilt aber als Pionier. So. Gut, die Schaffarm, klar, dass wir hier Farmen bauen, ist irgendwie ja logisch. Dass unsere Stadt sich hier nach unten aufbaut, ist auch logisch. Das heißt, hier oben ist das Arbeitsviertel halt. Ne? Wir haben ja auch noch Steine, das heißt, wir können auch später dann den Steinbruch, wenn er die Steine hier entfernt hat, die 156, können wir den abwracken und hochbringen. Das ist recht cool. Das heißt, auch hier haben wir dann irgendwann eine Art Weg. Können wir gucken, nach dieser Farm da oben, Schaffarm, brauchen wir halt auch jemanden, der Kleidung herstellt. Der wiederum. Der kann hier hin. Der Schneider. Die Weberei. Da müssen wir mal gucken. Können wir eigentlich auch hier ranbauen, dass die Weberei mit dazugehört. Oder die Weberei ist im hinteren Teil. Oder hier. Hier sind ja die Schafe. Warum soll die Weberei dann nicht hier hin? Oder genau daneben. Hier. Lieber Holzfäller, kümmere dich mal um die Bäume in diesem Abschnitt. Zwei Holzfäller wären auch nicht mal so schlecht, glaube ich. Das machen wir jetzt mal. Ich will ja hier schließlich die Bäume weg haben. Dann können wir hier einen Holzfäller bauen. Unsere Jäger sind noch fleißig, wie ich sehe. Und wir haben hier auch sehr viel eingelagert schon. Wir haben hier 12 Felle, 4 Fleisch. Wasser wird immer gebracht. Also da kann man sich nicht beklagen. Wie sieht es denn mit der Schaffarm aus? Oh, die ist auch gleich fertig. Sehr gut. Hier werden nur noch ein paar Steine benötigt. Klar, der Steinmetz hier unten hat gut zu tun. Schade ist im Übrigen, dass man in den Produktionsgebäuden nur einen Arbeiter hat. Ich finde, man könnte ruhig da zwei haben. Aber das scheint schon alles ausgerechnet zu sein, wie lange das dauert und so weiter und so fort. Es handelt sich bei dem Holzfäller, es handelt sich ja hier jetzt auch manchmal einfach um weitere Hilfsarbeiter, die wir ranrufen. Das heißt, wir können auch einfach hier weitere Zelte bauen. Ein Stein noch bitte. Das Korn wird hier auch direkt eingelagert im Lager, wo auch das Holz landet. Schauen wir mal kurz, er braucht nur noch Holzbretter. Und der wird auch weiter gebaut jetzt gleich. Gleich, nicht jetzt. Jetzt bauen sie erstmal hier unten am Holzfäller, zu zweit. Bis sie an den Punkt angekommen sind, dass sie nicht weiterbauen können. Dann gehen sie kurz zur Schaffarm hoch und dann... Ja. So ein Holzfäller ist ja schnell gebaut. Das Produktionslager ist voll. Wieder mal 5 Steine. Wir sollten früher oder später einem Lagerplatz auch zusprechen, dass da die Steine reinkommen können. Jetzt wird die Schaffarm zu Ende gebaut. Dann kommt jemand, der sich um die Schafe kümmert und braucht eigentlich nur Wasser und Weizen. Wasser haben wir ja hier im Lager direkt. Wird hier aus dem Brunnen gezogen. 500 Wasser haben wir hier noch. Aber rein theoretisch könnten wir auch hier oben einen Brunnen noch bauen. Dann geht das alles etwas schneller dahin. Oh! Ein Bandit wollte Fleisch klauen. Aber das hat unser Jäger verhindert. Sehr gut. Nur haben wir noch keinen Friedhof.
Dafür brauchen wir, wie gesagt, einen Pionier mehr. Der kommt ja dann gleich. Durch den Holzfäller hier zum Beispiel. Wenn der fertig ist, wenn da die Holzbretter hingebracht werden. Noch 6 Bretter, tatsächlich. Die Farm arbeitet gut. Unsere gute Frau ist noch nicht da, glaube ich, ne? Ne, sie kommt gerade hier unten auf dem Pferd. Wo ist sie denn? Wo ist denn die gute Frau? Verfolgen wir mal ihre Route. Da. Da kommt sie mit einem Kleid. Durch die Wölfe durch. Ich glaube, die sind, wenn sie der Siedlung joinen, geschützt. Nicht angreifbar sozusagen. So, der Holzfäller kriegt sein letztes Brett, dann ist er auch fertig, dann haben wir noch einen Pionier mehr und dann könnten wir auch einen Friedhof bauen, nachdem die Zelte hier fertig sind und der kleine Brunnen. Fertig. Wunderbar, der kann auch ruhig in diesem Feld hier holzen. So, jetzt ist der Bestatter fertig und der Friedhof fertig. Der Bestatter, der kommt hier so hin. Hier. Gleich neben den Arzt. Sehr schön, oder? Da kommt dann gleich der Bestatter hin. Wir brauchen dann auch einen Schneider und einen Weber. Dann kriegen wir Kleidung. Aber erst, wenn der Brunnen fertig ist und die beiden Zelte fertig sind. Wir brauchen halt auch Holz, ne? Wie viel liegt hier? 3. Wir haben nicht viele Hilfsarbeiter. Wirklich nicht viele. Hier ist jetzt jemand eingezogen und zwar die Farmerin. Und hier, mal gucken, der Brunnen ist ja, denke ich, auch bald fertig. Der braucht nur 5 Holz. Und das Ding braucht noch 3 Holz. Also noch 8. 3 Stämme. Arbeitsbereich eines Gebäudes ist leer. Dann wandern wir jetzt und jagen hier. Der hier auch. Und los mit euch. Ganz dunkel gerade. 5. Hier oben ist im Übrigen auch eine Mine. Hier. Wunderbar. Und früher oder später brauchen wir auch wieder ein paar Metallteile. Wir haben nämlich nur noch 3. Das heißt, wir können mal wieder welche kaufen. Also 20. Wir können verkaufen. Ich würde sagen... Oh. Was ist mit ihm los? Der Bandit reitet hier durch. Ein Bandit durch die Stadt geritten. Mein lieber Kerl, wie wär's, wenn du dir mal ein Pferd holst? Du bist etwas schneller. Wieso haben wir eigentlich nur noch 9500? Hat der was geklaut? Hat der Geld geklaut oder was? Das wäre natürlich krass. Sehr frech. Sehr frech.
So, es ist wie gesagt Nacht. Wir haben es gerade. Wie spät haben wir es denn? Halb fünf. Fünf. Gleich wird wieder gearbeitet. Und dann nehmen wir uns dieser Kleidungsgeschichte mal an. Ein paar weitere Wohnhäuser. Weil Kleidung können wir dann vielleicht sogar verkaufen. So, hier kommen noch mal Wohnhäuser hin. Ist das fertig jetzt? Ja. Geld ist Geld und Geld ist gut. Die Wohnhäuser hier unten werden jeder noch mal 20 mehr bringen. Dann haben wir fast Plus. Auch wenn es jetzt schneit. Genug Feuerholz haben wir auch. Und dann können wir früher oder später damit anfangen, den Schneider und den Bestatter zu bauen. Vor allem der Bestatter ist wichtig. Steine kommen. Drei, vier. Ein Stein noch. Liegt hier. Zwei Metallteile liegen hier. Und Hölzer. Die sind oben, werden produziert. Oh, hier liegen gut Bretter. Sechs Stück. Acht, neun, zehn. Die anderen Sachen werden jetzt schon hier hingebracht. Wenn Händler kamen, ist richtig Leben in der Bude hier. Sehr schön. Das ist jetzt fertig, da ziehen auch gleich Leute ein. Wie sieht es hier eigentlich mit dem Stall aus? 14 von 20 Pferden. 14. Boah, ist eine Menge. Das hier hat auch schon sowas von so einem Straßencharakter, ne? Aber das hier wird auch eine. Hab mir überlegt. Geht hier schön lang. Wer ist er? Hilfsarbeiter. Gut. Also genug Rohstoffe liegen hier, die verarbeitet werden können. Ins Haus. Ein paar Steine noch. Ein paar Bretter noch. Klar, die Wege sind jetzt etwas länger. Je schöner man bauen will, desto länger sind die Wege. Zwei Steine noch. Ein paar Bretter. Zwei Bretter und zwei Steine. Da oben kommen die beiden Bretter. Ein Stein, jetzt noch ein, bitte. Und dann kann es losgehen mit der Idee der Kleidungsproduktion, weil wir machen dann ja auch schon gut plus Gelder hier unten. Können wir auch mal, wir können ja auch ein paar Pferde verkaufen, ja, fünf Stück. So. Und letzter Stein. Haus bauen. Los geht's. Fertig. Sehr gut. Schick, schick, schick. Gut. So, die beiden Gebäude müssen gebaut werden. Und anschließend kommt dann der Onkel Doktor, kommt neben den Onkel Doktor der Bestatter und ein Friedhof kommt etwas außerhalb, der kommt hier hinten so hin, oder? Oder vielleicht hier unten. Das kostet jetzt recht gut. Gut Rohstoffe.
Hier können die Sachen schnell hingebracht werden, denn die Baustelle ist ja direkt neben dem Sägewerk, wenn man so will. Einzig die Steine werden natürlich ordentlich produziert. Nach und nach vom Steinmetz. So, die Bretter sind alle schon da. Fast alle Bretter sind da, nur die Steine noch gar nicht. Jetzt kommen ein paar. Vier, fünf. Sechs, sieben, acht, drei Steine noch. Eins, zwei, den dritten holt er gerade. Den baut er gerade ab. Hoheit, stopp. Ein Bandit hat uns erfolgreich was gestohlen. Das habe ich gar nicht mitgekriegt. Nein. Nicht gut. Gar nicht gut. Erfolgreich stehlen, nicht gut. Versuchen zu stehlen, gut. Wir haben einen Revolver hier, der könnte dich verfolgen. Ah, nicht gut. Ja, dann bringen wir die Steine, die letzten Steine hoch. Hier hat sich schon ein Weg verholzigt. Hier noch nicht. Ich erwarte hier auch bald einen Holzweg, hier so um das Sägewerk herum. Aber hier wird anscheinend sehr oft gelaufen. Okay, da sind alle Ressourcen da. Hier fast alle Holzressourcen auf jeden Fall schon mal. Da kann man nicht meckern. In Relation, ein so ein Haus bringt vier, verbraucht aber auch ein Metallteil. Die Hütten sind einfach besser, die bringen mehr Kohle ein. Ist einfach so, müssen wir akzeptieren. So, arbeitet hier schon jemand in der Weberei? Ja, eine Frau ist da, die das macht. Ein Schneider kommt, war schon die Schere abgebildet vom Schneider. Der wird dann, oder die wird dann Kleidung herstellen, die wir dann auch gut verkaufen können, hoffentlich. Vor allem im Winter ist das natürlich immer sehr gut zu verkaufen. 5, 6, 7, dann haben wir die Steine gleich alle. Hier kommen auch nochmal jeweils 5 Steine hin. Das heißt, der Steinmetz wird ordentlich durcharbeiten. Aber die Stadt entsteht und das ist gut. Ich würde gerne noch diese Holzplanken legen. Das heißt, ich würde gerne hier einen Punkt haben des Objekts, dass ich sage, diesen Holzweg hier würde ich gerne hier fortführen bis hier ran. Hier auch vor, dass die das dann benutzen. Also, dass wir so, ja, so ein typisches Wildwestern-Ding machen können. Dass wir so ein bisschen die Holzwege miteinander mehr verbinden könnten hier. Die wurden ja nicht einfach nur frei hingesetzt und das war's. Oftmals zog es sich ja durch eine ganze Stadt durch. Die Chance hätte ich gerne noch. Mal gespannt, was auf uns wartet. Ah, das sieht doch cool aus, oder? Das jetzt alleine, wie die hier durchfährt, weil wir genau so eine Schneise gelassen haben. Dafür mag ich die Brave, für diese kleinen Eindrücke, diese schicken Eindrücke. Oh, seht ihr? Der Laufweg ist nämlich komisch. Bandit. Jetzt kommt die alles entscheidende Suchaufgabe. Nach unserem Revolverhelden. Ach Mensch, echt. Stadtübersicht.
Er ist nicht hier. In einem der Häuschen ist er auch nicht. Da ist er. Da ist der Bandit. 550 gibt's. Hätten wir für eine Verhaftung, wenn wir einen Sheriff hätten. Oh, Revolverheld. Okay, er will sich ergeben. Bringt aber nicht viel, weil wir haben kein Gefängnis. Und unser Revolverheld ist ehrenhaft. Das heißt, wir können eigentlich nur warten, bis er fliehen will und wir schießen ihn dann. Das ist auch immer so fies eigentlich. Aber vor allem, er blutet sich jetzt hier kaputt, ne? Also er wird so oder so sterben. Egal, ob wir was machen oder nicht. Ja, hat auch Geld gebracht. Aber wir brauchen auch bald mal langsam einen Friedhof. Die beiden... Oh, Moment. Ein Wolf greift an. Können die Jäger auch gleich helfen? Boah, da liegst du da und schläfst, weil du kein Haus hast. Oh, das ist eine Frau auch noch. Fiona Netteton. Keine Waffe. Okay, der Jäger hat geholfen. Gute Frau, ab zum Arzt. ...88% fertig. Gut. Der Schneider ist gleich fertig. Die Wohnhäuser hier unten werden fertiggestellt. Wir haben auch schon alles geliefert an die. Das ist perfekt. Da gibt es dann Kohle, Geld. Dann lagern wir erstmal die Sachen ein und produzieren schlussendlich da auch endlich Kleidung. Nämlich jetzt ist es fertig. Die Kleidung ist natürlich erstmal für die Leute da und dann verkaufen wir auch ein bisschen was. Und mit den Worten würde ich mal sagen, Dankeschön, dass ihr zugeschaut habt und ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder einschaltet bei Depraved. Und jetzt macht's gut. Tschüss. It's a hurricane, it's over. Before you know it, while you're shaking, we're a dynasty in the making. We're the royalty, now we're breaking down the edge.